Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur und endlich gibt es einen neuen Terra-Titan-Raid. Dieses Wochenende vom 7. bis 9. Juli wird uns hier der Boy begrüßen. Phenexis mit dem Terra-Typ Fee und das Wochenende drauf am 14. bis zum 16. Juli nochmal. Das wird der vorletzte Terra-Titan-Raid sein, den wir wissen. Danach kommt ja Gortrom. Was danach kommt, wissen wir noch nicht, aber ich bin jetzt erstmal extrem gespannt auf Phenexis und habe mir auch schon ein bisschen Gedanken gemacht, welches Pokémon da am besten funktionieren würde. Und Fee hat ja zwei Schwächen, das ist einmal Gift und einmal Stahl. Und eigentlich würde Phenexis genau diese beiden kontern mit Feuer und mit Psycho-Attacken. Psycho gegen Gift und Feuer gegen Stahl. Aber es gibt ein Pokémon, das Feuerfänger hat und von Typ Stahl ist. Und das ist Heatran. Heatran hat die Fähigkeit Feuerfänger. Das stärkt den Angriff und den Spezialangriff. Und hat einen soliden physischen Angriff, weil ich würde auf jeden Fall auf physischen Angriff gehen. Phenexis hat da nämlich nur 70 physische Defense. Auch wenn Heatran eigentlich ein Spezialangreifer ist, sollte das mit Rambos, die 120 Attacke hat, auf jeden Fall gut reinknallen. Was ich mir auch gut vorstellen kann, ist sowas wie Ursaluna. Ich habe mit Ursaluna sehr viele 5- und 6-Sterne-Raids schon gemacht und da jedes Mal Bauchtrommel und dann Fassade gemacht. Und so waren die Gegner immer One-Shot. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ihr einen Kollegen dabei habt, der zweimal die Verteidigung von Phenexis runter macht, dass ein Fassade, Ursaluna, Phenexis eventuell sogar One-Shotte, das müsste man ausprobieren, wenn es soweit ist. Ich werde diesen Freitag auf jeden Fall den Raid mir anschauen und euch dann genau erklären oder genau zeigen, was der beste Counter ist. Ich glaube, Heatran ist schon ganz gut mit Feuerfänger und Rambos. Heatran ist 430 Kilo schwer, Rambos macht bei Gegnern, die nicht mehr als 25% von diesen 430 Kilo wiegen, 120 Base Damage. Das sollte auf jeden Fall richtig gut reinknallen und dann mit Terra-Typ Stahl. Vielleicht macht Phenexis dann den Fehler und macht Feuerattacken und stärkt auch nochmal euren Angriff. Aber ich glaube, Heatran ist da der Way to go. Schön mit Muschelglocke, ihr kennt das. Und ja, wenn ihr da nichts verpassen wollt, gerne ein Follow da lassen. Ich würde mich sehr über ein Like und ein Video freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.